Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC Bayern München Karriere. Heute starten wir rein ins Meisterschaftsduell gegen RB Leipzig am 19. Spieltag im Schnee. Und ratet mal dreimal, wer nicht drauf geachtet hat und heute mit einem weißen Ball spielen darf. Gegen wahrscheinlich weiße Trikots von RB. Genau, ich. Ja, klasse. Super Start in die Folge. Auf jeden Fall soll uns das jetzt nicht großartig stören, denn wir haben heute die Chance, an den Leipzigern in der Tabelle wieder vorbeizuziehen. Die sind ja Herbstmeister geworden, sind jetzt aber nur mit einem Unentschieden reingestartet in die Rückrunde. Und wir sind jetzt, glaube ich, nur einen Punkt hinter ihnen, können also an ihnen vorbeiziehen. Wir blicken jetzt aber erstmal auf die Startaufstellung von RB mit Gulaschi im Tor. Dreierkette davor, Vierer Mittelfeld unter anderem mit Olmo, Neto, Daka und Moukoko. Also das ist mal eine Ansage. Julian Brandt auch im Start, André Linho, Oscar. Das ist schon echt eine ordentliche Mannschaft, das muss man sagen. Wundert mich nicht, dass die so weit oben stehen in der Ligatabelle. Bei uns, Zimmermann im Tor, Spence ersetzt Masraoui, Timber, Upamecano und Robinson, Kimmich, Tchouameni, Musiala auf der 10, Ziegler rechts, Wirtz heute in der Startelf über den linken Flügel und vorne der Top-Torjäger der Fußball-Bundesliga, Samuel Lorenz. Das geht einigermaßen hoffentlich klar. Mit dem weißen Ball, den weißen Shirts, ist halt ein bisschen doof. Ich gucke gefühlt immer drauf, nur halt zum Folgenbeginn. Ist man manchmal ja, ein bisschen hektisch und dann guckt man halt nicht so genau hin, ob es Schnee gibt, ja oder nein. Jetzt gibt es genau dann natürlich Schnee. Mal gucken, ob ich das hier trotzdem ganz gut hinbekomme. Starten ja schon mal rein mit Jamal Musiala und einem Traumpass und einer roten Karte, oder? Nee, nur ein Freistoß. Aber wieso hat er das abgepfiffen? Wieso? Also, da wäre doch Lorenz rangekommen. Also erstmal ist es ein völlig übertriebenes Foul von Olmo. Und dann, Digga, den hätte Lorenz gemacht. Danke, Schiri. Es ist kein Abseits. Es ist kein Abseits. Was war, also, ja, danke, FIFA. Eine gelbe Karte oder irgendwas dergleichen sieht Olmo auch nicht. Also wir werden hier mal wieder völlig betrogen. Der Freistoß von Wirtz für Musiala ist auch nicht so perfekt. Also, ja, das grenzt ja schon an Schiebung. Naja, unsere Mannschaft wird auch so gut genug sein, um trotz eines geschmierten Schiedsrichters hier von RB das Spiel zu gewinnen. Zimmermann wird da etwas gestört vom Angreifer, ist aber kein Problem. Den fängt er trotzdem ganz locker aus der Luft. Lorenz, der nächste Chipball. Oh, spektakulär geklärt. Oben seht ihr die tabellarische Situation. Genau, wir sind ein Punkt eben hinter RB. Mit einem Sieg könnten wir an den vorbeiziehen. Jetzt kommt Patson Daka und der ist drin. Das ist ein Folgenstart, du. Der hat sich gewaschen. Patson Daka macht es. Der Albtraum aus der PES 22 Arsenal-Karriere. Ja, ich hole Zimmermann jetzt raus und dann wollte ich auf halbem Weg stehen bleiben. Macht Zimmermann auch, aber der Lupfer ist halt einfach perfekt. Von Daka, dann kannst du da nichts machen. Der Mann aus der Salzburger Schule mittlerweile hier bei RB. Ja, perfekter Lupfer und die Führung für den Tabellenführer. Ja, vertrautes Gesicht, Upamecano natürlich. Kimmich ja auch ein Ex-RB-Spieler. Wir als Julian Nagelsmann auch Ex-RB-Trainer. Jamal Musiala, Robinson, der heute etwas offensiver sich orientiert, weil Wirtz ja auch immer mal wieder sich in die Mitte fallen lassen soll. Lorenz, diesmal der Chipball auf Musiala und nicht andersrum. Gulaschi ist da, kann ihn zwar nicht festhalten, aber immerhin klären. Oh, das ist stark. Boah, Zimmermann. So wichtig nach diesem Abschluss hier. Ist er wieder einmal zur Stelle. Neto war es, glaube ich, der jetzt auch die Ecke tritt. Ganz unsicher davon Ziegler wird und Lorenz mit Fläche vor sich, um zu laufen. Lorenz auf links, guter Ball von Wirtz, aber auf links, ja, das ist der schwache Fuß. Das ist eine der Sachen, wo der junge Superstürmer immer noch dran arbeiten kann. Yala oben auf Ziegler. Ziegler, der jetzt vielleicht mit links. Das ist allerdings ein starker Fuß. Auch der knapp am Tor vorbei, die Bayern. Sie kommen immer näher. Die Einschläge, sie kommen auch dementsprechend näher zum Tor von Gulaschi. Wirtz, nächster Ball für Samuel Lorenz. Lorenz zieht in die Mitte. Da wird noch geblockt. Zweiter Ball, Tchouameni aus der Distanz. Beziehungsweise ja erst in einem halben Jahr. Jetzt der gute Ball von Tchouameni. Also RB, die kommen da irgendwie noch dazwischen. Oder sie haben halt Gulaschi oder wir treffen das Tor nicht. Jetzt haben sie nochmal eine riesen Konterchance hier. Wenige Minuten vor der Pause. Timber
der Ex-RB-Spieler, wie gesagt, ich wiederhole mich bei ihm so häufig, unser bester Neuzugang in dieser Saison und jetzt Flo Wirtz. Komm Junge, mach endlich mal wieder ein Tor, Florian Wirtz. Erstes Bundesliga-Tor in dieser Saison. Aber das ist ja auch verständlich. Er war so lange raus, hat lange gefehlt mit dem Kreuzbandriss, ist jetzt wieder da. Heute das Vertrauen von uns bekommen, in die Startelf gesetzt, Lorenz mit dem Ball und endlich nutzen wir eine große Chance. Wirtz macht das super. Wichtiges Tor, der Ausgleichstreffer, wenige Minuten vor der Pause durch Florian Wirtz und für ihn persönlich natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Boah, und der B, Mann, Leute, das ist scheiße verteidigt. Also da muss man Spence auch einfach mal in die Pflicht nehmen. Mokoku mit dem 2:1 für ja, die Heimmannschaft. Spence lässt sich außen komplett abkochen. Dann sieht dieses Mal Timber auch nicht gut aus. In der Mitte steht Mokoku völlig frei und aus der Distanz kann dann auch Zimmermann nichts mehr machen. Die erneute Führung für den Tabellenführer. Wir versuchen uns immer hinten rauszuspielen und das ist zu kompliziert, Zimmermann. Ey Leute, aufpassen jetzt mal wieder hier. Hinten zu viele Fehler im Aufbauspiel oder auch einfach nur beim Verteidigen. Die Ecke, Ziegler. Und jetzt einfach mal weg. Einfach weg. Komm, Upamecano, mach Meter. Wird vielleicht einfach mal irgendwo hinlaufen. Ne, wird nichts. Oh, Ziegler, das ist ein geiler Laufweg von Wirtz. Geil. Die Spieleröffnung noch über Upamecano. Die Flanke gewechselt auf Ziegler. Und Wirtz sieht den freien Raum und läuft perfekt ein. Doppelpack Florian Wirtz. Das ist ein Statement. Und Ziegler natürlich, der Vorlagenkönig schlechthin in dieser aktuellen Phase, macht das genial. Sein Zug in die Mitte. Und dann ist es eben nicht wie bei Arjen Robben, dass immer der Abschluss folgt, sondern auch das Auge für die besser positionierten oder besser freistehenden Mitspieler, so wie hier Florian Wirtz. Dennoch war es die letzte Aktion von Ziegler. Davis kommt rein. Nochmal frischer Wind für die Flügel. Es steht ja ein Unentschieden und wir würden gerne gewinnen. B hat aber auch hier noch nicht abgeschlossen mit der Partie. Perzendacker. Nächste Superparade von Zimmermann. Die Ecke. Neto, der Portugiese, wird sie reinschlagen. Hinten wartet einer auf die Ecke und dann kommt dann noch einer und der ist frei. Und Zimmermann im Zweiten. Die Partie ist gerade super hektisch. Nochmal der Doppelwechsel bei uns. Der beste Mann heute, Wirtz, geht runter. Lorenz ebenso. Zirkzi und Fernandes jetzt nochmal in der Partie für die letzten 10 Minuten. Upamecano leitet nochmal was ein. Fernandes eingewechselt. Der kann laufen, der Portugiese. Fernandes groß in der Mitte. Zirkzi, da ist Zirkzi! Ach, das ist doch unfassbar. Zirkzi ist unfassbar. 3-2. Der Superjoker vor dem Herrn. Und Fernandes auch eingewechselt mit der Vorlage. Und Upamecano eröffnet schon wieder das Spiel beim Tor. Das ist auch geil. Upamecano. Let's go. Davis feiert. Die Jungs feiern. Die Fans feiern. Und es sind wieder mal zwei Joker. Fernandes und Zirkzi. Geil. Einfach geil. 3-2 Sieg in Leipzig gegen RB. Und damit die ja, zwischenzeitliche Tabellenführung. Spence nochmal, jetzt macht RB auf. Spence, die Flanke etwas zu lang. Die muss natürlich zu Zirkzi kommen. Jetzt fehlt Spence hinten. Gibt nochmal die Kontergelegenheit. Auch für die Gastgeber hier. So, noch ein Angriff. Den wird es hier noch geben. Und der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Der ist verdammt gefährlich. Leute! Schlecht. Es ist wirklich schlecht. RB kommt nochmal zurück. Das ist doch echt kacke. Guckt euch das an. Das ist auf allen Positionen schlecht verteidigt. Auf jeder. Jede Position hat hier scheiße verteidigt in der Situation. Jede einzelne Position. Ach Mann, dieses Spiel dürfen wir nicht mehr aus der Hand geben. Hausch. Wer ist Hausch? Direkt danach ist Schluss. Ja, super Ding. Also wirklich, das hätten wir einfach zu Ende spielen müssen. Aber wir wollten wieder zu viel. Die Außenverteidiger standen wieder komplett hoch. Wir sind in die Falle getappt. Und RB bleibt Tabellenführer. Ja, unfassbar bitter das Ganze. Wir haben jetzt noch den Transfer Deadline Day hier zwischen dem Pokalspiel, was wir selbst spielen werden, gegen Greuther Fürth. Aber hier wird jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Ah, oh, das stört mich jetzt schon echt. Das stört mich schon richtig, muss ich sagen. Transferangebot für Jamal Musiala, der hat ja gerade seinen Vertrag bei uns verlängert. Man City
kommt an, die können mal direkt wieder gehen. Noch ein Angebot gibt es, 160 Millionen von Sevilla für Zimmermann, keine Option, mittlerweile die 90 geknackt. Und was habe ich hier eben noch gelesen? Interesse von West Ham an Spence war das, glaube ich, ist jetzt leider schon wieder weg. Real Madrid will Masraoui holen. Boah, also ich sag's immer wieder, wenn Real ein Angebot hat, muss jeder Spieler nachdenken. So, hier, West Ham hat Interesse an Spence, sein Vertrag läuft ja aus. Ja, mal gucken, was da so kommt. Hier der Bericht zu Masraoui. Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, zieht Real Madrid eine Verpflichtung von Masraoui in Betracht. Vereinsnahe Quellen bestätigen, dass der 30-jährige Außenverteidiger aus Marokko, alles klar, ein Wunschspieler ist. Es werde alles Nötige getan, um ihn zu holen. Es ist kein Geheimnis, dass wir Masraoui schon länger auf dem Schirm haben, sagte der Real Madrid Trainer und fügte hinzu, wir bemühen uns um ein Treffen mit seinem Berater und mit FC Bayern München Vertretern in den nächsten Tagen. Hoffentlich können wir das abwickeln, dass alle Beteiligten zufrieden sind. Okay, bin ich mal gespannt. Also er ist ja noch 4 Wochen verletzt, aber das hört sich ja schon so an, als würde Real Madrid da eine Offerte erwägen. Wir haben jetzt erstmal die ersten Scouting-Berichte der neuen Scouts, auf die wir jetzt mal raufgucken werden. Ja, neue, frische Scouting-Berichte, da ist eigentlich fast nie was dabei. Also aus Dänemark war auch schon mal nichts dabei. Natürlich für unsere Verhältnisse, ne? Wir suchen Spieler, die mindestens 1 Million haben. Dementsprechend ist es auch schwer, dass da mal ein Spieler dabei ist. Aus Deutschland ebenso wenig und auch nicht aus den USA. Nach dem spektakulären und etwas enttäuschenden Spitzenspiel gegen RB in Leipzig geht es jetzt rein für die Bayern in den Pokal und zwar ins Viertelfinale. Und das, ja, wenn man so will, mit dem dritten einfachen Los, was man jetzt schon bekommen hat. Danach Nürnberg, Viktoria Berlin folgt jetzt Greuther Fürth, der Erzrivale von Nürnberg, wenn ich da richtig informiert bin. Viktoria Berlin haben wir mal eben mit 19-0 in Berlin abgeschossen. Dynamo hat gegen Greuther Fürth verloren und das ist Leveling, der 3 Tore in den letzten 3 Spielen gemacht hat. Das müssten also die Tore im Pokal sein, weil Greuther Fürth spielt ja zweite Liga und dementsprechend sind das die Pokalstatistiken. Bin ich mal gespannt. Leveling ja echt bei Union Berlin jetzt unter Vertrag. Freue ich mich auch sehr, den weiter in der Bundesliga zu sehen, weil ich halte tatsächlich sehr viel von dem Mann und glaube, dass der sich gut durchsetzen wird bei Union, vor allem auch in deren Spielsystem mit vielen schnellen Angriffen. So, bei uns heute ist das Spielsystem auch ein gutes Stichwort, denn wir spielen heute mit einer Dreierkette. Masraoui ist ja verletzt und Spence ist auch nicht fit. Also beide haben ja auch Interessen von anderen Vereinen, damit hat es aber heute nichts zu tun. Die sind einfach beide nicht fit, dementsprechend brauchen wir eine Dreierkette. Kimmich und Wirtz heute auch nicht im Kader, weil die auch nicht fit sind nach dem Spiel gegen RB. Deshalb stellt sie unsere heutige Mannschaft wie folgt: Frontraum, Hoffmann im Tor, Timber, Nianzou, Ginter als Kapitän, Ziegler und Sosa über die Außen, Dorsch und Stadler dann im Zentrum, Lozano und auch Davis über die Halbpositionen und vorne drin stürmt dann Zirkzee. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze heute funktionieren wird gegen ein 4-3-3 von Greuther Fürth. Ja, bei den Fürthern hat man es gerade noch gesehen, da sind auch noch richtig viele Spieler aus der Realität hier am Start. Also das war ja auch so, als wir gegen Kiel vor einer Saison gespielt haben, hat man auch gesehen, dass sehr, sehr viele Spieler aus der Realität noch am Start sind. Und das finde ich ja grundsätzlich immer was ganz Cooles, weil, ja, so vor allem bei kleineren Vereinen gibt es das ja schon häufiger mal, dass auch mal Spieler einfach über längere Zeiträume noch bei ihrem Verein bleiben und jetzt nicht jedes Jahr wechseln. So, Ziegler heute also auf der Schienenspielerposition. Aber der wird natürlich auch wieder viel nach vorne machen, das ist ganz klar. Da ist er gleich, Ziegler und Davis, der kam aber aus dem Abseits. Nicht das 1-0 für die Bayern, denn der, ja, heute auf dem Halbraum spielende Davis im Abseits. Oh, Davis setzt sich da durch gegen Asta. Chance nochmal den Ball vielleicht per Flanke reinzubringen. Sosa rückt ein, rüber für Ziegler. Ziegler nimmt ihn runter, spielt ihn dann rüber für Lozano. Davis und Zirkzee, ganz kunstvoll. Und die Führung für die Bayern, Zirkzee. Ja, im Pokal, da weiß er einfach, wie das Tor schießen geht. Was ein geiles Tor von Joshua Zirkzee. Also das war ja mal bildschön. Bildschön, nichts anderes. Guckt es euch an. Wunderbares Tor
die Flanke von Davis von der Außenbahn. Und dann, ja, lässt er den über den Hinterkopf streichen, überrascht den Torwart. Das ist natürlich schwer aus der Distanz. Da sieht er aber trotzdem halt einfach doof aus, aber da kann er halt wenig machen. Das ist einfach eine super Kopfballtechnik vom Holländer. Und das ist das 1:0 für die Bayern im Pokal, mal wieder durch Zirkzee. Oh, Zirkzee, der Ball ist gut für Davis, der ist gut. Alfonso Davis, oh, will am Torwart vorbei. Ah, Davis, also mit dem Kopf super vorm Tor, aber sonst ist es das wirklich nicht so mit seiner Torgefahr. Davis, Sosa wartet außen auf den Ball. Wo ist Zirkzee? Ja, da ist Zirkzee. Oh, Pfosten. Lozano nochmal, zweiter Anlauf. Ja, das macht der Verteidiger. Aber sehr, sehr gut. Ziegler jetzt aus dem Rückraum. Damit gehen wir jetzt rein, auch schon in den zweiten Durchgang. Ich habe jetzt wieder umgestellt auf Viererkette ohne Wechsel. Das Ganze, Timber spielt Rechtsverteidiger, Ziegler auf der 10. Ja, das mit der Dreierkette, das irgendwie, das will nicht so richtig klappen in FIFA. Das, was ich sehr, sehr schade finde. Timber jetzt hier gleich offensiv, also eigentlich defensiv mehr arbeiten, aber... Ja, wir wissen alle, dass der auch ganz gerne mal ein paar Meter nach vorne macht. Klar, und Lozano eröffnet mal wieder das Spiel. Jetzt haben wir hier fast schon eine 3 gegen 3 Situation. Die Flanke ist gut, der Kopfball auch, aber der Torwart ist auch nicht so verkehrt. Somit Ecke, Ziegler rein damit. Ginter, das wäre ja echt schön, wenn der hier in seiner letzten Saison nochmal ein Tor irgendwann bekommen würde. Hier ist nochmal Matthias Ginter und da läuft Dorsch durch, der hier war es aber zu kurz. Ja, Davis war das Abseits. Alfonso Davis, jetzt aber, jetzt hat er sein Tor. Let's go, Davis. Freut mich richtig für ihn, weil er steht ja auch unter Kritik. Zu Recht ja auch ein bisschen. Er ist bei Weitem auf dem Flügel noch nicht so angekommen, natürlich wie ein Fernandes. Ein Wirtz hat das jetzt auch gegen RB gezeigt, dass der da richtig gut spielen kann. Ziegler, ganz zu schweigen von Lozano ja auch in Phasen. Ja, deshalb, er steht in der Kritik, hier zeigt er aber mal wieder, dass er es drauf hat. Doppelwechsel nochmal bei uns, Robinson kriegt noch ein paar Minuten für Sosa und Fernandes kommt rein für den starken Ziegler. Fernandes übernimmt auch die 10er Position hier für die letzten 12 Minuten circa in dieser Partie. Ja, eine sehr, sehr ekelhafte Partie für die Bayern geht zu Ende und das ist ja einzig und alleine ein Kompliment. An Greuther Fürth in diesem bayerischen Duell haben sie wirklich alles reingehauen und ja, uns richtig vor Probleme gestellt. Das muss man wirklich sagen, das haben sie richtig stark gemacht. War sehr, sehr unangenehm gegen diesen Gegner zu spielen. Duarte im Tor, wahrscheinlich noch der beste Spieler dann auch bei Greuther Fürth, aber auch sonst haben die das echt gut gemacht. Am Ende hatten sie halt keine Chance, aber ja, sie sind nicht ansatzweise untergegangen. 2:0, das ist ja wirklich... ein Ergebnis, wo man sagen kann, wir haben fast gegen Bayern gewonnen. Ja, dementsprechend GG an Greuther Fürth. Wir ziehen dennoch ins Halbfinale des DFB-Pokals ein. Nach vorne ging halt nichts, ne? Also die hatten keinen Torschuss, aber hinten haben sie halt gut verteidigt, das muss man sagen. So, Gladbach ist auch im Halbfinale, RB und Augsburg. Also ja, könnte nochmal ein bayerisches Derby geben oder Duell, kein Derby. Oder halt Gladbach oder RB. Zwei Angebote für Zimmermann und das ist für uns ein klares Zeichen. Der Mann hört sich gerade auch woanders ein bisschen um. Oh, let's go, er hat davor gespeichert. Boah, wie wichtig. Digga, da fettfinger ich doch wirklich und nehme hier das Angebot an. Ja, was ich eigentlich sagen wollte. Digga, danke Gott, dass er davor gespeichert hat. Er hört sich aktuell scheinbar andere Angebote an, deshalb werden wir ihm jetzt ein Vertragsangebot machen. Und Spence, der wird uns wohl verlassen. Ich habe gesagt, wenn ein Angebot kommt aus England und das kommt von Bournemouth, dann wird er gehen dürfen. Und das kommt jetzt, dort wird er Stammrechtsverteidiger sein, also wird dann wohl ein Platz frei werden für Tian oder für Ribeiro. Zwei Talente, die wir ja aktuell noch auf dieser Position verdient haben. Und vor allem der Chinese Chen Tian hat sich seine Chance definitiv verdient. Spence, guter Spieler über die meiste Zeit bei uns gewesen. Immer Backup, genau dafür haben wir ihn damals ja auch geholt. Und ja, hier ordentlich Titel geholt. Jetzt ist es Zeit, irgendwo Stammspieler zu werden. Und in England bei Bournemouth ist das doch wirklich eine schöne Option für ihn. So, und wir wollen jetzt eben, um hier alles klar zu machen, mit dem besten Torwart der Welt, Mathis Zimmermann, ja, einen neuen Vertrag abschließen. Ganz klar, mittlerweile absoluter Schlüsselspieler. 2 Jahre noch oben drauf, dann hat er hier 5,5 Jahre Vertrag. Sowas von keine Freigabesumme und das Gehalt. Das geht natürlich hoch auf 100.000.
Für den Torwart, obwohl, komm. Komm, ganz ehrlich, lasse ich mich nicht lumpen. Lasse ich mich nicht lumpen. Der Mann hat 120.000 verdient. Und die kriegt er jetzt. Arsenal, Inter, Sevilla. Ihr könnt euch eure Angebote so was von sonst wo hinstecken. Wir behalten Zimmermann. Und damit zum Abschluss der Folge nochmal der Blick auf die Talente, die wir so lange jetzt an uns gebunden haben. Zimmermann, Ziegler, Lorenz. 5,5 Jahre. Alle drei, das ist genial. Das ist einfach genial. Drei absolute Leistungsträger in dieser Saison. Ziegler, 7 Spiele, 11 Vorlagen. Der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn als 20-Jähriger. Zimmermann, ja, weltbester Torwart, wenn man mich fragt. In 23 Spielen 12-0 gespielt. Und der hat ja nicht mal im Pokal spielen dürfen, als wir gegen Viktoria Berlin und gegen Greuther Fürth keinen Torschuss kassiert haben. Und dann haben wir Samuel Lorenz, 2 Vorlagen, 22 Tore in 25 Spielen. Ja, ich glaube, ich muss nichts über die drei Jungs sagen. Ihr kennt sie doch gut genug. So, hier dann nochmal die offizielle Vermeldung, dass Bournemouth ein Vorvertragsangebot abgegeben hat. Ich möchte mich bedanken dafür, dass sie mich nicht vergessen haben, als ich verletzt war. Es freut mich, wieder spielen zu können, sagt Joshua Kimmich, unser Kapitän. Natürlich vergessen wir unseren Kapitän nicht. So. In der nächsten Folge spielen wir. Wie machen wir das? Okay, ich glaube, nächste Folge machen wir einfach Hoffenheim-Wolfsburg. Das haben wir zwar schon vor nicht allzu langer Zeit genauso gehabt, aber ja, machen wir es halt nochmal. Oder vielleicht machen wir. Ich glaube, Wolfsburg ist mittlerweile ein bisschen abgestürzt, ne? Achter. Ich glaube, wir simulieren dann gegen Wolfsburg auswärts und werden dann gegen Inter in die Champions League reinstarten, spielen dann selbst gegen Hoffenheim. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss für die nächste Folge. Dann natürlich auch wieder mit Viererkette, mit Wirtz hoffentlich in der Startelf. Was ich jetzt aber noch nachgucken wollte, während das nicht sehe, dass Frankfurt aktuell sogar Tabellenführer ist, auch sehr interessant, ist, wie sich Gasch aktuell so schlägt bei AZ Alkmaar. Sehr gut. Plus 3 Gesamtrating. Er hatte eine 70, als wir ihn verliehen haben. Ist ja super eingeschlagen bei uns. Die Halbjahresleihe, die könnte sich jetzt nochmal richtig für ihn lohnen. Und dann bin ich offen, ob er vielleicht in der nächsten Saison den Kaderplatz bei uns festbekommt. Lozano wird gehen, das ist klar. Wir haben aber natürlich noch viele andere Talente. Jansen muss nächste Saison den Kaderplatz bekommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Es kann auch sein, dass dafür dann ein Zirkzee weichen muss, was mir aber sehr leid tun würde, weil ich mag Zirkzee natürlich sehr. Aber Jansen ist halt 6 Jahre jünger und jetzt schon 2 Gesamtratings besser. Also er muss in den Kader, keine Ahnung wie, aber irgendwie muss er. Er kann ja auch auf dem Flügel spielen, aber ich fände ihn schon als Stürmer sehr interessant, als kleines Kraftpaket. Schon echt ein sehr cooler Spieler. Mit Lorenz haben wir ja auch einen großen Spieler da vorne, aber Zirkzee, ja, den mag ich schon wirklich sehr, ne? Sonst haben wir natürlich auch noch Lima auf dem Flügel, den ich sehr interessant finde. Gasch natürlich und auch Dietrich, alle drei. Ja, Wahnsinnstalente und Jansen mittlerweile schon ein Spieler, den man fast nicht mehr als Talent bezeichnen muss, weil der hat das Potenzial, hier wirklich viele Einsätze zu bekommen. Deshalb wird es schwer, dort eine Entscheidung zu treffen. Aber das hat ja noch alles ein bisschen Zeit. Wir sind ja gerade erstmal Anfang der Rückrunde und dort gehen wir dann auch nächste Folge wieder rein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da, dann sehen wir uns in 2 Tagen hier wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und dann sehen wir uns, ja, entweder in 2 Tagen eben wieder oder morgen bei der Formel 1 MyTeam-Karriere. Bis dann, macht es gut und ciao.